Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen. Wenn man sich doch über den Weg läuft, dann ist es so, aber weiter befreundet sein mit dir möchte ich nicht. Ich habe schon sehr viele Freundschaften beendet. Gerade dieses Jahr habe ich extrem viele Freundschaften beendet. Ungefähr 2 bis 3. Eigentlich nur eine, die mir jetzt so spontan einfällt. Der Mensch ist eher noch so ein Geist, der da ist, aber du trittst nicht mehr in Kontakt. Ich glaube, das war bestimmt schon bei so 8. Also bestimmt 10 oder so. Weil jahrelang ist nicht richtig zuhören. Ich hatte was mit seiner Freundin. Wir sind nicht mehr auf einer gleichen Wellenlänge und wir haben super verschiedene Ansichten aufs Leben. Eine Handvoll meiner Freunde sind dann eher in dem Dorf geblieben. Ich finde es immer schwierig, in No-Gos zu denken, weil ich eigentlich sagen würde, es gibt in Freundschaft keine No-Gos, weil man eigentlich alles akzeptieren sollte, wie jemand ist und wie jemand denkt. Weiß nicht, also keine Ahnung, wenn mich jemand beklauen würde, stehlen würde. Oder halt irgendwie ausnutzt, um sich selbst besser darzustellen oder so. Wenn jemand wirklich eine ganz andere politische Einstellung hat, sich überhaupt nicht mit den aktuellen Themen auseinandersetzt, von Dingen wirklich nichts weiß und es ihm aber auch aktiv egal ist, da muss ich immer eine Grenze ziehen. So der Grundsatz, mit Freunden redet man nicht über Politik und Religion, der, wenn man sich an denen hält, dann klappt das meistens ganz gut. Und es kann auch wirklich bereichernd sein, wenn man mit Menschen befreundet ist, die auch eine ganz andere politische Meinung haben, auch wenn ich die nicht akzeptieren kann. Es war halt eher so subtil und das fand ich halt das Schlimme, dass ihr das nicht so richtig aufgefallen ist, waren es halt immer wieder so Kommentare, die so ein bisschen in die rechte Richtung gegangen sind. Vorstellen könnte ich mir irgendwo alles, aber ich glaube nicht, dass das passieren würde, dass ich jetzt mit jemandem, der sehr anders eingestellt ist, ich befreundet sein würde. Ich glaube nicht, dass das passiert. Ähnliche Lebenssituation. Wenn ein gewisser Erfahrungsschatz muss schon gleich sein. Ich habe auch unterschiedliche Freunde, die verschiedene Abschlüsse haben oder studieren, nicht studieren. Die ersten Fragen, die ich gestellt habe zu einer Freundschaft, waren bei mir noch nie. Wo kommst du her? Wie sieht dein Elternhaus aus? Was willst du im Leben erreicht Ich glaube, es kommt darauf an, wie man in dem Moment, in der Zeit sich versteht und das ist eigentlich auch schon alles. Sie hatte sich eine App runtergeladen, wo man wirklich genau notieren kann, welche Person einem wie viel noch schuldet. Es ist gar kein Problem. Ich gebe dir kurz den Kaffee aus, aber ich habe mir jetzt 1,50 notiert. Du kannst mir das sonst auch paypalen. Also ich persönlich würde meine Freundschaft nie davon abhängig machen, ob jemand Geld hat oder nicht. Wow, krass. Wusste nicht, dass du so viel Geld hast und ich habe nicht so viel Geld, aber ist dann auch egal. Ich werde sehr schnell süchtig nach Menschen. Das heißt, wenn mir jemand extrem doll gefällt, dann will ich diese Person jeden Tag sehen und immer Kontakt haben. Und deswegen kann man sich schon zum Teil ganze Monate nicht sehen. Aber ich finde, durchs Schreiben und so durch diese ständige Vernetzung, auch durch Social Media, ist es halt leichter geworden, sich einfach zu updaten. Ich habe auf jeden Fall einige Freunde, die sich schon erwarten, dass man oft über irgendwie WhatsApp oder so Kontakt hat und das kann ich ja halt gar nicht mehr. Ich bin jetzt eher derjenige geworden, der halt nie zurückschreibt. Keine Gewalt, sachlich bleiben, wirklich klipp und klar sagen, was Phase ist und dann Abschied nehmen. Doch alles einfach ansprechen, wie man es eben findet. Aber eigentlich macht man es nicht. Seid mutig, Freundschaften zu beenden und die Leute zu finden, die ihr wollt.